Wir haben ein eindeutiges Ergebnis. Es wird keine Stichwahl geben. Die Mitglieder der Berliner SPD haben sich mit 59,11% für Michael Müller entschieden. Vielen Dank für die Unterstützung, muss ich als erstes sagen. Ich freue mich wahnsinnig, aber ich muss auch sagen, ich bin ganz platt. Die Berliner SPD-Mitglieder haben auch gezeigt, was sie von uns erwarten, dass wir hier geschlossen und gut in einen Wahlkampf gehen und alles daran setzen, die führende Kraft zu bleiben. Dafür bedanke ich mich außerordentlich bei allen. Ich möchte mich auch bei Jan Stöß, bei Rahel Saleh bedanken. Ich bin ja da so ein bisschen reingegrätscht und bin angetreten gegen die beiden Vorsitzenden von Partei und Fraktion. Das war ja auch nicht so einfach für uns alle drei eine Situation, mit der man vernünftig umgehen muss. Aber ich glaube, das haben wir drei auch hervorragend gemeistert. Eine Konkurrenz ist nun mal auch so, dass man mitunter Dinge auf den Punkt bringen muss. Das haben wir jetzt gezeigt, dass wir es auch können, weil uns ja Dinge auch wichtig sind. Ja, meine Damen und Herren, natürlich ist der erste Satz heute herzlichen Glückwunsch an Michael Müller. Und jetzt werden wir in den nächsten Wochen alles daran setzen, wirklich 2016 in Blick zu nehmen und gemeinsam dafür zu kämpfen, dass die SPD erfolgreich sein wird. Und dazu gehören ja nicht nur hier die drei Musketiere, der neue regierende Bürgermeister, dazu gehört auch ein ganzes Team. Einige stehen schon hier unten und hier vorne dabei. Und ich freue mich darauf. Ja, und so kann das mit der SPD gut weitergehen. Es ist der Tag des neuen regierenden Bürgermeisters. Glückwunsch, Michael Müller. Glückwunsch dafür. Die Gelegenheit, in den letzten 5 Wochen doch auch gemeinsam mit vielen Unterstützerinnen und Unterstützern auch zu werben. Ich habe mein Bestes gegeben. Sie kennen mich, ihr kennt mich. Ich bin loyal und meine Loyalität und die Loyalität meiner gesamten Fraktion gehört dem neuen regierenden Bürgermeister Michael Müller. Und der Partei. Thank you.